Hallo, mein Name ist Jayadev. Und mein Name ist Bhakti Lata. Und wir lesen gemeinsam jeden Tag aus der Bhagavad Gita, wie sie ist, übersetzt und kommentiert von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Den Vers, den wir lesen, findet ihr in der Videobeschreibung zum Nachlesen. Und bevor wir loslegen, sprechen wir noch einen vedischen Mantra, um die richtigen Umstände anzurufen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen aus dem ersten Kapitel, Vers 21 und 22. Arjuna sagte: O Unfehlbarer, bitte lenke meinen Streitwagen zwischen die beiden Heere, damit ich all diejenigen sehen kann, die sich hier voller Kampfbegierde versammelt haben und gegen die ich in dieser großen Schlacht meine Waffe richten muss. Auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, Arjuna als Anführer der Pandavas an der Stelle will sich noch einmal anschauen, wer ihnen gegenübersteht. Er kennt seine Gegner, damit hat das nichts zu tun, dass er sie nochmal sehen will, weil vielleicht Fremde dabei sind. Nein, er kennt sie. Es sind alles Verwandte, teilweise Freunde, Familienangehörige. Und Srila Prabhupada sagt in seiner Erläuterung zu dem Vers, dass ein Grund, warum Arjuna die gegnerische Partei sehen möchte, auch war, weil er den Kampf nie wollte. Er wollte diesen Krieg nicht, der unmittelbar bevorsteht. Aber Duryodhan auf der anderen Seite hatte jedes Friedensangebot ausgeschlagen. Ja, es gab quasi keine andere Möglichkeit mehr, als jetzt die Konsequenzen zu ziehen. Richtig schön an diesem Vers finde ich vor allem, dass Arjuna Krishna als O Unfehlbarer anspricht. Und Achyuta heißt es hier in dem Vers auf Sanskrit, Unfehlbarer. Und ja, Krishna ist unfehlbar. Srila Prabhupada beschreibt in seiner Erläuterung, dass Krishna unfehlbar ist, weil er es nie verfehlt, seinem Geweihten zuneigungsvoll zu behandeln, ist die Wortwahl. Ich finde, das kann man sich mal auf den Synapsen zergehen lassen. Ja. Wir sprechen hier von Bhagavan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, die höchste Wahrheit, von der alle Planeten, alle Halbgötter, alle Lebewesen ausgehen. Die höchste Persönlichkeit, die zumindest für mich manchmal weit weg erscheint, wo ich nicht weiß, hört sie mich gerade? Oder sieht sie mich? Oder ja, die wird hier eindeutig als unfehlbar beschrieben, weil die höchste Persönlichkeit es nie verfehlt, ihre Geweihten zuneigungsvoll zu behandeln. Das finde ich also eine solche schöne Beschreibung. Und das ist ein Gott, den ich gerne näher kennenlernen würde. Ja, was für eine schöne Perspektive auf Gott und Krishna. Mir ist da ein ähnlicher Punkt aufgefallen, also eben, dass Krishna immer auch Dienst für seine Geweihten tun möchte. Und zu dem Fakt, dass Krishna der Wagenlenker Arjunas ist, habe ich gehört, dass zu den Zeiten
das bedeutet hat. Also ein Wagenlenker war eigentlich eher jemand von nicht sonderlich hoher Stellung. Und der Schütze auf dem Streitwagen oder der Kämpfer auf dem Streitwagen hat dem Wagenlenker Symbole, Signale gegeben, indem er die Füße auf den Schultern des Wagenlenkers hatte. Und dann je nachdem, wo er Druck, glaube ich, ausgeübt hat, wurde der Wagen gelenkt. Das bedeutet, dass Arjuna seine Füße auf Krishnas Schultern hatte, um den Wagen zu lenken. Und eben denselben Aspekt, dass die höchste Persönlichkeit Gottes diese Art von Austausch ermöglicht, weil Arjuna sein wahrer Freund ist. Das ist unglaublich. Und irgendwie auch, also das ist etwas, was ich gar nicht richtig verstehen kann, weil es so schön ist auch. Denn auch ich bin irgendwie mit dem strafenden Gott aufgewachsen. Und Krishna ist so sehr das Gegenteil davon. Und ich freue mich um jedes einzelne liebliche Merkmal, was wir noch von ihm kennenlernen dürfen. Ja, da sind wir ja in der Bhagavad Gita schon richtig voll drin hier in den Versen 21 und 22. Schon richtig in der Thematik. Soweit von uns für heute. Vielen Dank für eure Kommentare. Es ist sehr inspirierend von euch zu lesen. Danke dafür, dass ihr uns an dem teilhaben lässt, was diese Themen in euch auslösen. Und ja, lasst uns in Kontakt sein. Das ist das A und O. Auch für eine spirituelle Entwicklung, dass wir mit anderen Gleichgesinnten in Kontakt sind. Ihr könnt uns gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat oder ihr neugierig seid, wie es weitergeht. Und ihr könnt sehr, sehr gerne unseren Kanal abonnieren oder die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Dann bekommt ihr eine Nachricht, sobald unser Video hochgeladen ist. Bis morgen. Hari Bol. Hare Krishna.